Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute gibt es wieder zwei Anrufe aus den tollen Trading-Betrüger-Callcentern, ihr kennt's ja schon. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesen zwei neuen, naja, komischen, verrückten Anrufen. Hallo? Hallo? Ja? Hallo? Ja? Guten Tag? Ja? Spreche ich mit Herrn Lipp? Lilly Lipp vom Apparat, ja? Freut mich sehr, Sie zu erreichen. Herr Lips, Herr Similärkaufmann. Es geht um zusätzliches Einkommen. Ich verstehe Sie ganz schlecht. Okay, ich wiederhole mit Vergnügen. Also, es geht um zusätzliches Einkommen. Ja. Sie interessieren sich ein bisschen dafür und gerne möchte ich Sie nachfragen, ob das Thema derzeit noch aktuell für Sie ist. Ein bisschen Taster kann man immer gebrauchen. Wie bitte? Ein bisschen Zaster kann man immer gebrauchen. Also, Sie interessieren sich für Onlinehandel, ja? Ja, Zaster ist immer gut. Noch einmal bitte? Zaster ist immer gut. Das verstehe ich Sie leider nicht. Ja, ich sage, Zaster ist immer gut. Also, Herr Lips, sagen Sie mir bitte, handeln Sie bereits oder haben Sie... Okay, haben Sie Auskunft diesbezüglich erhalten? Was? Haben Sie Auskunft diesbezüglich bereits erhalten? Nee. Okay, wie ich verstanden habe, haben Sie keine Erfahrung in dem Bereich, ja? Nee. Okay, dann würde ich Ihnen gerne ganz kurz und bündig erklären, wie es funktioniert, wie Sie Geld verdienen werden. Okay. Ja. Okay. Also grob gesagt funktioniert es so. Sie werden billiger kaufen, teurer verkaufen. Und dieser Preisunterschied gehört Ihnen, ja? In dem Fall geht es aber um Währungen, Kryptowährungen, Rohstoffe, Wirtschaftsgüter. Ja. Verstehen Sie. Um Ihnen etwas anbieten zu können, sagen Sie mir bitte. Welche Ziele, welche Zwecke verfolgen Sie? Wie meinen Sie das? Ich will die Weltherrschaft, die will ich an mich reißen. Aha, Sie reisen gern, ja? Ja. Okay. Okay, dann können Sie Ihr Handelskonto bereits noch heute aktivieren und... Ganz genau. Ich will die Weltherrschaft an mich reißen und da kann ich natürlich sofort bei denen einsteigen. Weil, ja, damit weiß ich nicht. Die hören halt einfach nicht zu. Ihr habt's ja mitbekommen. Einfach nur wieder Wahnsinn. Die rufen an mit der Begründung, die wollen einem helfen und hören einen überhaupt gar nicht zu bei dem, was man von sich gibt. Ja, es könnte vielleicht einfach wieder an der Sprachbarriere liegen, dass sie gar kein Deutsch können. Und... eigentlich nur ablesen, was da steht. Und naja, die drei Brocken, die sie dann vielleicht noch erkennen, ja, da antworten sie dann einfach immer nur auf irgendeinen Schnipsel aus dem, was ihr gesagt habt. Aber Sinn ergibt das Ganze wie immer nicht. Sie werden täglich profitieren, ja? Ja. Also wir garantieren Ihnen etwa 30% Profit monatlich, ja? Sie können aber mehr verdienen, ja? Es hängt von gewissen Faktoren ab. Ja. Oh, mit welcher Summe möchten Sie Ihr Handelskonto aktivieren? Also ich kann Ihnen Folgendes anbieten. Also das können Sie mit der Summe von 1.000 Euro machen oder wie es durchschnittlich unsere Kunden machen mit 500 Euro. Sie können aber auch mit niedriger optimaler Summe anfangen. Diese Summe beträgt 250 Euro. Nee, ich würde 427,98.4 erstmal einzahlen. Wie bitte? Herr Lips, leider habe ich akustisch nicht gut mitbekommen. 427,98. Ach so. Warum solche Summe? Na, erstmal mit zum Anfang. Ja, und es gibt die optimale Summe, mit welcher Sie anfangen. Ja, mache ich. Ja? 427,98. Okay. Okay, dann machen wir so. Falls Sie WhatsApp auf diese Telefonnummer haben,
Dann schicke ich Ihnen gerne Informationen über uns, eine kurze Nachricht, ja. Meine Nachname sowie Vornamen, damit Sie wissen, mit wem Sie zu tun haben. Und Sie sagen mir Bescheid, mit welcher Summe Sie anfangen müssen, damit ich alles vorbereiten könnte. Na, habe ich doch gesagt. Sie können sich noch Gedanken machen, ja. Ich habe Ihnen auch gesagt, mit welcher Summe Sie anfangen können. Naja, und ich habe gesagt, mit welcher Summe ich anfangen möchte. Das möchten Sie ja, aber das können Sie nicht. Ja, dann brauchen wir ja nicht weiter diskutieren, dann sind Sie unseriös. Wie, genauso wie Sie. Nee, Sie sind unseriös. Ja, genauso wie Sie. Sie haben da Krach im Hintergrund. Bedanke mich für ein freundliches Gespräch. Seien Sie bitte ernst. Und meistens sind die Leute bei euch alle dreckig und ungewaschen. Das ist kein Witz. Und wahrscheinlich spielt ihr alle noch mit euren Barbie-Puppen. Und Herr Lipp, ja? Herr Lipp, Moment. Ja? Ich spreche gern mit seriösen Menschen, ja, die wirklich mit geölten Menschen? Falls Sie... Was sind für geölte Menschen? Falls Sie... Kuckuck! Hallo! Scherzen möchten... Pippi! Kakerlake! Ja, dann, ja, haben Sie, ja, Freunde, fein, Familie, schön, oh, lecker, lecker. Das hast du aber schön vor dir hergeschwurbelt. Alles gelogen. Wer ist alles? Ja, du lügst ja nur. Wer ist alles? Ja, du lügst ja nur. Wer ist alles? Hast du irgendwie ein Problem? Irgendwie was kaputt im Kopf oder so? Ach so, ja, ich denke mal, das ist da so laut bei euch, dass das Gehirn schon rausgepumpt, falls, ne? Falls Sie Probleme mit Kopf haben, dann ja. Entschuldigung, ich weiß es nicht. Jetzt, aber jetzt passen Sie mal auf, alter Mann. Sie sind ja nun wirklich ein sehr, sehr alter Mann. Das hört man ja an Ihrer verkorksten Stimme. Haben Sie eigentlich in Ihrem Leben überhaupt schon mal irgendwas Sinnvolles gemacht? Herrlich, machen Sie bitte das, was Sie machen wollen. Mögen Sie sich eigentlich, wenn Sie sich im Spiegel angucken, oder finden Sie sich selber hässlich? Und löschen Sie bitte, ja? Ihre Daten auf der Webseite, ja? Wo Sie diese hinterlassen haben, ja? Gucken Sie mal, Ihre Schnürsenkel sind offen. Wie bitte? Ihre Schnürsenkel sind offen. Wie bitte? Ihr Schnürsenkel. Wie bitte? Ja, das scheint wohl irgendwie, weiß ich nicht, da hört die Kakerlakensprache schon mal auf, wa? Geht wohl nicht so richtig. Wie bitte? Genau, das merke ich schon. Da fehlt so eine Intelligenz, da ist so richtig was kaputt. Wie bitte? Ja, genau, so sieht es aus. Aber mach ruhig noch ein bisschen weiter. 7 Minuten haben wir ja schon. Noch einmal bitte? Ja, ich sagte, Sie sind ja ein Mann. Noch einmal bitte? Ja, Ihr Gesicht stinkt. Noch einmal bitte? Ja, das machst du aber fein. Und jetzt schön durchatmen. Fein. Wie bitte? Ich glaube, du sitzt voll auch da in dem Callcenter und spielst dir die ganze Zeit deine Nippel, wa? Also, wie ich verstanden habe... Was ist denn das da eigentlich für eine Kakerlake da im Hintergrund? Kannst du mir mal das Stück Hintergrund geben? Mäuschen, warte mal, ich will jetzt nicht mehr mit dir, ich will jetzt nicht mehr mit dir reden. Gib mir mal den Mann da im Hintergrund. Also, es mangelt Ihnen auf Aufmerksamkeit. Ist der schwanger? Sie haben ja? Mit niemandem gesprochen. Hallo? Und niemand... Nee, gib mir mal den Mann da aus dem Hintergrund. Ich will nicht mit dir reden. Also Sie möchten mit jemandem reden, weil niemand mit Ihnen reden will. Ja, gib mir mal den Mann da aus dem Hintergrund. Ach so, es tut mir Gib mir mal den Mann aus dem Hintergrund. Also wie ich verstanden Ja, gib mir doch mal den Idioten, der dir alles vorsagt. Hallo? Gib mir doch mal den Spacko, der dir alles vorsagt. Und die ganze Zeit mithört. Das Würstchen da aus dem Hintergrund. Wie bitte? Ja, du sollst mir mal die Kartoffel da aus dem Hintergrund geben. Wie bitte? Ach Mann, ey, deine Intelligenz, die ist ja wie eine Gießkanne, ne? Wenn du Kopf vorhebst, dann hat's das schon erledigt, ne? Läuft alles raus, ne? Aber ich glaube, das ist halt so bei Betrügern. Wenn die den ganzen Tag in ihrem Callcenter sitzen und nur so einen beschrubbten Scheiß darunter labern müssen und die ganze Zeit so eine Kacke ablesen, da kann ja sich auch nur Matsche bei werden. Hallo, Lady? Da ist alles. Lady, haben sich heute eigentlich schon ihre Zähne geputzt oder sind sie abgerutscht mit der Zahnbürste durchs Nasenloch direkt ins Kleinhirn? So. Und nun hat sie aufgelegt. Ich denke mal, es wurde langsam Zeit, dass wir das Gespräch hier beenden. Denn, tja, mehr hatte ich ihr, glaube ich, auch eigentlich nicht mehr zu sagen. Denn, dass das hier Betrug war, das war wieder rauszuhören. Von A bis Z. Alles, was man schon so kennt. Am besten der Krach aus dem Hintergrund. Und, ja, wie immer, sehr intelligent, wenn die Leute da im Hintergrund alles vorsagen und man es dann sogar noch hört. Tja,
so ist es halt. Alleine können die irgendwie die Leute auch nicht betrügen. Ja, so ein Betrügerleben ist heute schon ziemlich schwer. Da braucht man halt echt zwei Leute, um eine Person zu bescheißen. Tja, und trotzdem schaffen sie es nicht, irgendwie ihr Defizit zu korrigieren, dass das Ganze noch irgendwie Sinn ergibt. Naja, machen wir mal weiter mit dem nächsten Telefonat, was ich euch heute noch mitgebracht habe. Ja, bitteschön. Guten Tag. Ja. Ich heiße Linda Sander, ich bin persönliche Accountmanagerin. Ich habe gerade gesehen, dass Sie haben bei uns registriert und ich sehe, dass Sie interessieren über Bitcoin-System. Sagen Sie mir bitte, verstanden Sie, alles funktioniert? Nee. Sie verstehen nicht, ja? Ja. Zum Beispiel unser Unternehmen, Sie können bei uns mit 4/8 von Waren Geld verdienen. Das ist Öl, Aktien wie Amazon oder Tesla, Microsoft, Kryptowährungen und Waren sparen. Man kauft eine Ware, wann man glaubt, dass sie in Wert steigen wird. Unsere Firma bietet zwei Optionen. Es ist entweder ein persönlicher Experte, der Sie auf Ihrem Handelsweg begleitet, habe eine persönliche Strategie für Sie. Oder es ist ein Roboter, ein automatisches Handelssystem, das macht mit Hilfe von schwierigen Matheformen analysiert und die profitablische Deals macht. Mit einem Roboter erzielen Sie gerade ein 50% von Ihrer Einzahlung monatlich. Mit einem Roboter brauchen Sie sehr wenig Zeit, um alles einzustellen. Zum Beispiel 15 Minuten pro Tag. Das ist alles, was Sie machen, dass Sie diese Roboter morgens ausschalten und am Abend ausschalten. Das alles. Und macht der Roboter das nicht allein? Wie bitte? Macht der Roboter das nicht allein? Mit Roboter arbeiten ohne nur Sie. Sie müssen diese App anschalten. Am Morgen und am Abend ausschalten. Das alles. Macht er das nicht und allein? Wie bitte? Macht der Roboter das nicht allein? Der Roboter macht alles allein. Ja, aber warum schaltet er sich nicht alleine aus? Moment mal. Hallo? Ja? Ja, hier ist Holger Strick. Ich bin Ihre, Linda hat mit Ihnen schon kommuniziert. Sagen Sie mir bitte, was verstehen Sie nicht? Alles. Ja, okay. Und Sie möchten mit Roboter arbeiten? Ja, weiß ich nicht. Der Roboter macht ja nichts allein, hat ja die Dame gerade erklärt. Also der Roboter macht alles, alle Arbeit bei Ihnen. Also zum Beispiel, Sie sollen diesen Roboter nur ausschalten und anschalten. Und dieser Roboter wird verschiedene Deals suchen und dann es machen. Ja, aber kann der Roboter sich nicht alleine ausschalten? Sie können nicht allein, weil Sie haben keine Erfahrung dazu und dieser Roboter macht alles. Außer sich auszuschalten. Also wenn Sie alleine arbeiten möchten, Sie können die Arbeit mit unserem Analyst machen. Also Sie werden zum Beispiel mit dem Analyst mehr verdienen bis 40%. Aha. Ja. Und zum Beispiel dieser Analyst wird ihn lernen, jede Woche wird ein Webinar mit diesem Analysten, dann werden sie allein schon Deals machen und etwas verdienen. Aha. Haben Sie mir verstanden, oder? Nicht so richtig, nee. Vielleicht können wir Ihnen Informationen auf WhatsApp senden, weil ich höre Sie sehr schlecht, okay? Ich habe kein WhatsApp. Auf Ihre E-Mail-Adresse. Auf welche denn? Hä? Auf welche denn? Sie haben hier auf unserer Seite Ihre E-Mail-Adresse auf Monique geschrieben. Ja, und welche? Oder Sie können mir jetzt Ihre E-Mail-Adresse sagen. Wir werden Ihnen ja, welche schreiben. Ist denn hinterlegt? Noch einmal. Ja, welche ist denn hinterlegt? Na, und? Hä? Ja, antworten Sie jetzt auch auf eine Frage oder kommt dann nur Durchfall? Okay. Was möchten Sie fragen? Ja, habe ich doch schon gefragt. Kriege ich jetzt eine Antwort, oder?
Sie haben hier Ihre E-Mail-Adresse gelassen. Ja, mal davon abgesehen, dass das Deutsch eine absolute Katastrophe ist, ist das nicht die Antwort auf meine Frage. Ich möchte Ihre Frage noch einmal hören. Ja, welche E-Mail-Adresse da bei Ihnen hinterlegt ist? E-Mail, also O-C-H-M-O-N-K und gmx.net. Achso, ja, die geht nicht. Wie bitte? Die geht nicht. Ich habe das nicht gehört. Können Sie noch einmal wiederholen? Ich sage, die geht nicht. Die geht nicht. Und welche E-Mail-Adresse haben Sie? Na, die gleiche und dann @mdccfun.de. Noch einmal buchstabieren Sie bitte. Na, die gleiche und dann @mdccfun.de. Und dann? mdccfun.de. mdccfun.de. Ja, okay. Wir schreiben dann wir schicken jetzt Ihnen auf Ihre E-Mail-Adresse die weitere Information. Und um 16.30 Uhr werden wir Ihnen noch einmal anrufen, okay? Und dann? Und dann werden wir vielleicht zusammenarbeiten und Sie werden mit uns Geld verdienen. Aha. Wollen Sie mir das nicht erklären? In diesem E-Mail werden wir Ihnen alles erklären. Aber ich kann ja gar nicht lesen. Warum denn? Ja, warum kann man nicht lesen? Warum kann man kein Deutsch sprechen, so wie du? Ah, okay. Und was weiter? Ja, nichts weiter. Nein, nicht. Sie möchten mit uns nicht arbeiten, ja? Habe ich nicht gesagt. Ah, und was möchten Sie doch? Na, habe ich doch gesagt. Vielleicht haben Sie es meinen Kollegen gesagt. Nee. Mir? Ja. Ja, können Sie es bitte noch einmal wiederholen? Ja, so langsam zweifle ich an der Intelligenz, aber ganz, ganz stark. Ja. 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 Wir hören hier Musik und ich höre die meine Kunden nicht so gut. Ja, warum machen Sie denn die Musik nicht aus? Weil hier arbeiten viele Kollegen und es ist sehr laut, wenn alle sprechen. Ja, und mit Musik versteht keine Sau mehr irgendwas. Na, aber mit Musik ist es leichter sprechen. Nee, irgendwie nicht. Kunden. Nee, gerade hast du mir erklärt, du verstehst mich nicht. Dann mach doch mal die scheiß Musik da im Hintergrund aus. Ja, okay. Können Sie nochmal Ihre Fragen wiederholen? Ja, ich sagte, sie erst die Musik aus. Ich kann das nicht machen. Doch. Nein, ich kann das nicht machen, echt. Ja, aber dann brauchst du dich doch nicht wundern, wenn du nichts verstehst. Ich verstehe Ihnen, aber nee. Ich kann nichts verstehen. Ich kann, ja, genau. Ich erinnere mich an... Ich verstehe Ihnen, aber ich kann nicht verstehen. Also, das Intelligenz ist ja da gar nicht vorhanden. Naja, Sie haben recht vielleicht. Ja, ganz genau. Das ist nicht nur vielleicht, das ist ziemlich sicher. Ja, okay, kein Problem. Ja. Wie will man denn so eigentlich die Leute bescheißen? Nochmal, wie bitte? Ja, genau so, wie ich es gefragt habe. Mach doch mal die Musik aus, dann verstehst du doch was. Ja, okay, dann mache ich Musik aus und rufe ihn ein bisschen später, okay? Nö. Ja. Gleich jetzt kann ich Musik nicht ausschalten, weil das ist nicht meine Arbeit. Ja, das ist ja komisch da, denn weiß ich nicht. Oh also. Ja. Das ist unsere Firma und das ist Politik ja, von unserer Firma. Nicht, wir sollen... Hört sich nicht seriös an. Okay. Genau. Und dann, wie immer, wird einfach aufgelegt. Und das Gespräch hat sich eigentlich schon komplett erledigt. Tja, aber witzig, dass sie noch gelacht hat. Und witzig, dass sie, tja, an genau den ungünstigsten Stellen eigentlich immer wieder alles bestätigt hat. Ja, ich meine, das war uns auch ohne ihre Bestätigung ja schon klar, in was für einem Callcenter wir hier gelandet sind. Ja, in so einem wie immer. Betrug und Beschiss lauert überall. Aber das Problem an der Geschichte ist eigentlich, dass das bei vielen Leuten klappt. Also das hier. Und ja, da fällt mir eigentlich nicht mehr viel ein. Ist immer wieder dramatisch. Ich weiß nicht, was das soll. Aber naja, eins ist klar. Da sollte man definitiv sein Geld nicht einzahlen. Von daher teilt sehr gerne die Videos. Mit all euren Verwandten, Bekannten auf Social Media. Da sind wir übrigens auch mit Callcenter-Abzocke zu finden. Einfach mal auf die Links unten in der Videobeschreibung draufklicken. Da kommt ihr direkt dahin, wo ihr wollt. Also Facebook, Instagram, TikTok, Twitter
Ne? Da sind wir überall vertreten. Jetzt seht ihr hier noch eine Playlist mit einer etwas größeren Auswahl, ja, an noch viel mehr Wahnsinn. Ich bedanke mich fürs Reinhören. Die Welt ist böse. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.